Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com. Hallo und herzlich willkommen bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Mein Gast war schon einmal bei uns in der Sendung. Bauer statt Landwirt war seine Devise und er hat noch viel mehr zu sagen. Und ich freue mich sehr, dass er den weiten Weg aus dem Süden von Bayern hergefunden hat. Hallo Hubert Grimbacher, schön, dass du da bist. Hallo. Hubert, wir haben vor, ja, das ist schon wieder länger her, gell? Also Herbst 14 haben wir ein Interview gemacht. Du hast mir erzählt, es war sehr viel Resonanz. Richtig, auf dein, ja, Interview. Mhm. Wie haben die Leute darauf reagiert mit deinen Äußerungen, dass du dich als Bio-Landwirt da auch so öffentlich machst? Was kam da als Feedback? Also es kamen fast ausschließlich positive Nachrichten. Ein paar kleine Anmerkungen negativ, vor allem mit der Schlachterei, mit, ja, Tiereschlachten. Ein 12-jähriges Mädchen, ja, weil Tiere sind zu lieb und warum ich noch schlachte. Mhm. Und, aber ansonsten positiv bis zum, ich soll mich bewerben als Landwirtschaftsminister, wenn das System mal kracht. Ja. Okay. Ansonsten kamen eine ganze Reihe von Vorträgen, vor allem im ökologischen Landbau. Und auch von konventionellen Landwirten, von Verbrauchervereinigungen, da war ich 3 Monate jede Woche unterwegs mit Vorträgen. Also merkst du, dass da eine Bewegung stattfindet, dass, ja, da immer mehr Leute erkennen, dass das biologische Landwirtschaft essentiell wichtig ist? Ich habe da was angesprochen, das niemand anspricht, und zwar das ganzheitliche Denken. Nicht nur biologisch, sondern es gehört viel mehr dazu, zum biologischen Wirtschaften, wie nur biologisch wirtschaften. Mhm. Ja, es gehört eine ganz andere Denke dazu. Okay, und warst du selber überrascht über das Feedback oder hast du dir das auch erhofft? Ja, erhoffen tut man sich immer sowas, ja. Aber ich war dann doch überrascht. Ja, dass so, ja, viel Zuspruch kam. So viel kam und, ja, schlagartig und wie sich das verteilt, gigantisch. Ja, es ist ein Thema, das mit diesem kleinen Mädchen, das ist auch Thema, was ich dich fragen wollte, wie du das selber in Einklang bringst. Ich hatte vor kurzem auch ein Interview mit der Bundesvorsitzenden der Tierschutzpartei. Da haben wir das auch besprochen. Es geht um Tierschutz, mhm, im Allgemeinen, die Tiere als beseelte Wesen dazu wahrzunehmen. Wie kannst du das als Biobauer, der ja auch das Ganzheitliche sieht, wie du sagst, wie kannst du das in einen Hut bringen, dass du sagst, du hast Tiere zu Hause, aber trotzdem werden die irgendwann geschlachtet, ja, so, wie schaffst du das? Das ist an sich nicht schwer. Der springende Punkt ist das Leben der Tiere, nicht der Tod. Mhm. Tiere haben kein so Empfinden vom Tod wie wir, sondern die leben einfach im Jetzt, ohne an morgen zu denken. Mhm. Und wir als Bauern leben eigentlich auch von den Tieren. Und man muss sich eins vergewissern, was immer wir essen, wir töten immer. Ob Pflanze oder Tier. Es geht nicht anders. Ja, Pflanzen sind auch beseelte Wesen. Pflanzen sind auch Lebewesen. Wir können nicht anders leben. Solange wir noch Nahrung zu uns nehmen, müssen wir töten. Es geht immer darum, in welcher geistigen Haltung ich das mache. Ob ich das Tier als Lebewesen betrachte oder als Produktionsmittel. Mhm. Wenn ich es als Lebewesen betrachte, da habe ich einen ganz anderen Umgang mit dem Tier. Auch mit der Pflanze. Ich betrachte Pflanzen genauso als Lebewesen. Habe ich einen ganz anderen Umgang. Ich vernichte dann das Tier nicht oder die Pflanze nicht, sondern ich entnehme es für mich oder für andere Menschen, weil sie es zum Leben brauchen. Mhm. Weil es nicht ohne geht. Okay. Ja, und dann nur so viel, wie der Mensch zum Leben braucht. Wir haben jetzt eine Gesellschaft, wir schmeißen ja 50% der Nahrungsmittel, die wir erzeugen, weg auf den Müll. Da geht es schon los, ob Tiere oder Pflanzen. Es ist ein Frevel, ja, sowas. Sowas tut man nicht. Da redet man von der Ernährung der Weltbevölkerung, wie das funktionieren soll, und dann schmeißt man Lebensmittel weg. Ja, okay. Jetzt verstehe ich das auch, jetzt kann ich es ein bisschen besser einordnen. Also beseelte Wesen, Tiere,
als auf Pflanzen. Okay, ein Endiviensalat, wenn ich den im Garten hole, ist das ein bisschen ein anderer Vorgang, richtig, wie wenn ein Kalb zum Metzger geführt wird. Also ich muss da noch ein bisschen näher drüber nachdenken, aber ich kann ungefähr nachvollziehen, was du meinst, dass man also die Ganzheit sieht und vor allem auch den Weg oder den Lebensweg von den Tieren halt anders gestaltet. Du bist ja Biobauer, Biobauer, nicht Landwirt, richtig, ja, Bauer ja, statt Landwirt, ganz wichtig. Und hast natürlich dann auch da die Möglichkeit, den Tieren ein anderes Leben zu ermöglichen, richtig, oder? Ja. Und deswegen sprechen wir ja heute nochmal, es geht ja um die Fehler in unserer Landwirtschaft, gerade in Bezug auf die Massentierhaltung. Das ja, geht, ja. Ja. Wie viele Tiere hast du zu Hause? Ich habe zu Hause 45 bis 50, da schwankt es. Okay, ja. Milchkühe. Nein, Milchkühe habe ich nur 20, der Rest ist Jungtiere, die bei mir aufgezogen werden. Die werden bis zu 3 Jahre alt und sind auf der Weide. Okay, also die leben dann im schwäbischen Umfeld, ja, im schwäbischen, Graswiese, ja, ein bisschen ja, hügelig da bei euch in Günzburg. Und die haben den größten Teil ihres Lebens, sind die draußen und haben einen ganz normalen Umgang mit Artgenossen und sind richtig, nicht irgendwie in enge Ställe zusammen, ja. Richtig, ja. Meine Tiere sind nicht im Stall eingesperrt, sondern sie haben die Möglichkeit, auch in den Wintermonaten vom Stall nach draußen zu gehen, ja, in die frische Luft und ja, um auch das Umfeld, das Klima, alles mitzukriegen. Also sie können sich frei bewegen immer, da ist keine Ankette oder hängt irgendwo. Das ist die eine Seite. Wir dürfen Tierschutz nicht nur betrachten, wie die Tiere leben, sondern für mich gehört zum Tierschutz auch, wie werden sie gefüttert? Welche Leistung muss das Tier erbringen? Das gehört nämlich genauso dazu wie das Umfeld vom Leben. Was meinst du mit Leistung, was das Tier erbringen muss? Wie viel, bei der Kuh zum Beispiel, wie viel Liter Milch eine Kuh im Jahr gibt. Mhm. Bei mir sind 5.000, bei großen leistungsstarken Betrieben sind es jetzt 10.000, 11.000, 12.000 Liter Milch, die gleiche Kuh. Und das ist Marathon für die Kuh. Das ist ja höchste Anstrengung, wenn die die Leistung bringen muss. Dazu kommt, dass sie diese Leistung niemals aus einem artgerechten Futter generieren kann. Die braucht ein artfremdes Futter, sogenanntes Kraftfutter. Soja aus Südamerika zum Beispiel oder sonstiges Kraftfutter. Sonst kann sie die Leistung nicht erbringen. Das ist beim Schwein genauso. Dieses schnelle Wachstum, das Schwein an den Tag legen muss, damit es sich rechnet, kann nur generiert werden, wenn man den Allesfresser Schwein zum reinen Getreidefresser gemacht hat. Ja? Also ein Futter, das in der Natur für das Schwein nicht vorkommt. Beim Geflügel ist es das ganz Gleiche. Ja? Das heißt, diese Extremleistungen, die wir von unseren Tieren verlangen, geht nur mit artfremder Fütterung. Jetzt haben die Tiere natürlich einen ganz anderen Verdauungstrakt. Sie haben große Probleme mit dieser artfremden Fütterung. Das heißt, da kommt noch ein Zusatzstress dazu. Und das nenne ich auch Tierschutz. Weil eine Kuh frisst Gras, normalerweise sonst nichts. Und in der heutigen Intensivlandwirtschaft ist ein ganz großer Anteil Kraftfutter, das sie so von Natur aus nicht kriegt. Dann kommt Silo dazu. In unseren modernen Ställen wird ja kein Gras mehr gefüttert. Bei den riesen Tierherden geht es gar nicht mehr. Also wird Gras-Silage, das wird zuerst siliert. Mhm. Und das geht also hochtechnisch alles. In dem Silo findet eine Vorverdauung statt. Das gärt dann schon? Das gärt schon vor. Ja, ja. Und das ist eine Verdauungsstufe, die das Tier normal selbst macht. Jetzt hat das Tier in der eigenen Verdauung schon Probleme. Okay. Und ja, warum macht man das, diese Silage? Warum wird das gemacht? Aus arbeitstechnischen Gründen und um die Leistung der Kuh besser steuern zu können. Mhm. Ja, über die Inhaltsstoffe der Milch oder beim Schwein oder beim Huhn, um die Leistung zu erhöhen. Das heißt, die Mastdauer bei den Schweinen, bei den Hühnern, bei den Puten zu verkürzen. Also mehr Fleisch in kürzerer Zeit. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir ein Problem, das ganz Grundlegende ist, die Züchtung ist total aus dem Ruder gelaufen. Sie haben Tiere gezüchtet, die ohne dieses künstliche Futter, nennen wir es mal so, gar nicht mehr leben können. Wenn ich das nicht füttere, dann kollabiert das Tier. Weil sie ja die sind ja so gezüchtet von der Genetik, sie brauchen dieses Futter.
Ja, schon sind sie unterversorgt und werden sofort krank. Verstehe. Ja. Also das läuft schon alles total aus dem Ruder. Ja. Und das ist kein Zufall. Das ist so gesteuert. Okay. Und unser Thema ist ja heute die Probleme, gerade die es in der Massentierhaltung gibt. Du beobachtest eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, und zwar indem man die falschen Leute aufeinander hetzt, indem Tierschützer gegen die Produzenten auf die Barrikaden gehen. Ja. Und da siehst du ein Problem. Wie bist du auf diese Einschätzung gekommen? Also zuerst einmal möchte ich feststellen, beide, weder der Tierschützer noch der Landwirt, sind Ursache des Problems. Mhm. Die sind beide fremdgesteuert, nehmen wir es mal so. Und lassen wir mal erklären. So. Der Tierschützer, dem haben wir erklärt, es gibt Fleisch oder andere Nahrungsmittel im Übermaß und billig. Gleiche Qualität, genauso billig. Das ist ja ein Märchen. Qualität hat ihren Preis. Das wissen wir überall. Nur beim Essen wissen wir es nicht. Das stimmt alles nicht. Ja? Und beim Landwirt ist es so, der Landwirt wird in der Ausbildung so gesteuert. Er wird rein so gesteuert wie, würde ich sagen, eine Ausbildung wie Industrieunternehmen. Mhm. Tiere als Sache. Tiere als Produktionsmittel. Ja. Mhm. Ja, nicht Lebewesen, sondern als Produktionsmittel. Das wird denen eingepflanzt. Aber schon, ich sage mal, das ist eine Gehirnwäsche, was die durchmachen. Auf den Landwirtschaftsschulen. Ja. Auf den Landwirtschaftsschulen. Und die Landwirtschaft ist etwas ganz anderes wie ein industrieller Betrieb. Weil die Landwirtschaft ausschließlich mit Leben arbeitet. Und woanders habe ich totes Material. Und darum kann ich niemals die Landwirtschaft so steuern wie einen Industriebetrieb. Wenn man es so macht, wie man es jetzt macht, da gibt es gravierende Probleme. Die werden wir ausbaden müssen. Wir baden es ja jetzt zum Teil schon aus, da kommen wir vielleicht noch drauf. Und diese Probleme haben sogenannte Macher alle unter den Tisch kehrt und haben gedacht, aus der Landwirtschaft machen wir eine reine Produktionsangelegenheit. Das machen wir so, wie es in der Industrie funktioniert und haben das alles, was wir mit Leben zu tun haben, außen vor gelassen. Mhm. Und das geht nicht. Das ist ja Fehler in der Denke. Ja. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es Leute sind, die sowas propagieren, die von Landwirtschaft und von Tieren, vom Leben keine Ahnung haben. Mhm. Ja, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Oder sie müssen das so machen, um einfach Nahrung so billig zu machen, dass man sie wegschmeißen kann. Das sind halt Wirtschaftsleute, die sehen halt nur die nackten Zahlen. Richtig. Was am Schluss übrig bleibt, das ist der Gewinn, das ist das, was sie wollen. Ja. Genau, das läuft alles über den Gewinn. Und so hat man die Landwirtschaft jetzt gesteuert. Die wollen, die müssen immer nur gewinnen. Die rechnen und rechnen und rechnen. Mhm. Und das wird genau das gemacht, wo der größte Gewinn rauskommt. Ja. Ja, Tiere gelten ja auch nicht als Lebewesen, sondern als Sache. Als Sache. Ja, ja. Ja. Das ist ja auch bestimmt bewusst so gehalten. Weil, bewusst so gehalten. Weil eine Sache kann man ganz anders handhaben wie irgendein beseeltes Wesen. Ja, richtig. Ja. Mit der Sache kann ich ganz anders umgehen und da geht man dann so um, wie es wir kennen aus diesen Bildern, die ja oft in den Medien laufen, wie es in diesen Massentierhaltungen ausschaut. Du sagst jetzt, du beobachtest vermehrt Proteste seitens der Tierschützer. Ich erinnere mich, gerade Anfang Juni gab es jetzt in München einen Vorfall im Zeichen der Vorbereitung für das G7-Treffen. Hm. Eigentlich ist es ja G8-1, gell? Richtig, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Also im Rahmen dieses G7-Treffens haben sich an einem großen Schlachthof in München Tierschützer angekettet mit so großen Fässern. Ich habe im Internet noch Fotos gesehen davon. Die haben sich also quasi vor die Zufahrtswege gestellt und wollten erreichen, dass auf dem Gipfel, dem G7-Gipfel, das Thema Tierschutz auf die Tagesordnung kommt. Das ist natürlich illusorisch der Gedanke, aber zumindest mal Protest. Warum glaubst du jetzt, dass diese Aktivisten quasi instrumentalisiert werden oder warum welche Form von Problem siehst du da bei diesen Protesten? Also zumal ist es so. Der Verbraucher ist ein schlechtes Wort an sich. Der Konsument wäre besser. Der Konsument und der Landwirt gehören zusammen. Ja. Ja? Die sollten direkten Kontakt haben. Das ist schon lange vorbei. Man hat das getrennt. Hier der Landwirt, der außerhalb des Dorfes seine Massen produziert, seinen Hof abschottet. Und der Verbraucher, der in der Stadt wohnt
oder auch mittlerweile auf dem Land und von Landwirtschaft keine Ahnung mehr. Und aus dem Kühlregal die Folien rausziehen. Ja, die meinen halt, das kommt alles von Lidl und Aldi, aber nicht vom Bauer. So weit zurückgeht, die denken gar nicht mehr von den Leuten, die wissen nicht mehr, wo es herkommt. Und durch diese Trennung haben sie sich entfremdet. Ja? Keiner weiß noch, was den anderen eigentlich berührt oder wie der darüber denkt. Die Bauern schimpfen über die Verbraucher, weil die nicht zahlen wollen für ihre Nahrungsmittel. Und die Tierschützer schimpfen über den Bauern, weil sie es so halten, wie sie es machen, ja? In Massentierhaltung. Beide kommen aus der Nummer aber nicht raus. Weil Landwirtschaft ist ein Unternehmen, die trotz allem auch existieren muss. Das heißt, der muss Gewinn machen. Und zu den jetzigen Preisen und artgerechte Tierhaltung geht es nicht. Es geht einfach nicht. Da ist er schneller weg vom Fenster, wie er denken kann. Jetzt gehen die aufeinander los. Beide haben Recht von ihrer Seite aus. Kann man gar nicht anders bezeichnen. Aber beide sind nicht die Ursache des Problems. Diejenigen, die an diesem System Millionen verdienen, die sitzen als lachende Dritte dahinter und steuern das Ganze. Die steuern den Verbraucher, die steuern den Landwirt über die Politik und verdienen sich tot und dämlich. Und unsere Milliardäre kommen alle aus der Lebensmittelbranche. Okay, und wer sind diejenigen, um es konkreter zu machen? Also jetzt nur, nicht nur die, kannst du da Namen nennen oder wen machst du dafür verantwortlich für diese Fehlentwicklungen da? Die ganze Nahrungsmittelindustrie. Die Großkopferten. So. Ja. Das sind immer, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Das sind immer die Großkopfen, wo dran verdienen und der Kleine, der badet es aus. Zuerst macht das, so wie sie es ihm sagen, dann funktioniert es eine Weile und dann kommt der Widerstand, weil es nicht natürlich ist, weil es nicht artgerecht ist und dann sind die Bösen. Können eigentlich gar nichts dafür, wollen leben und jetzt haben wir eine Situation, wo sie trotz dieser Massentierhaltung nicht mehr überleben können. Weil wir ein Stadium erreicht haben, wo jetzt ganz massiv der Boden knapp wird. Das heißt, das Einzige, was wertvoll ist, ist Boden. Den kann man nicht vermehren. Und der steigt so rasant im Preis, dass die Landwirte das gar nicht mehr zahlen können. Außer er hat eine gewisse Größe und kriegt dadurch sehr viel Geld vom Staat. Das also nächste, die Förderung ist ja auch so. Kleinbauern haben keine Chance mehr haben heutzutage. Keine Chance, ist gewollt. Ja. Das bedeutet, für den Kleinbauern gibt es dann nur noch die eine Entscheidung, entweder er geht in den finanziellen Ruin oder er passt sich den Produktionsbedingungen von einem größeren Betrieb an, macht neue Ställe, Massentierhaltung und versucht damit über die Runden zu kommen. Oder? Das ging bis jetzt, das geht jetzt nicht mehr, weil das Land nicht dazu hat. Aha, okay. Das ist die Problematik. Ja. Es geht nicht mehr. Der macht Bankrott, der hört einfach, in der Landwirtschaft heißt, der hört einfach auf. Ja. Ja? Niemand will dieses System. Kein Verbraucher will das, dass die kleinen, artgerecht wirtschaftenden Landwirte aufhören. Die bekämpfen ja die Großagrar-Massentierhaltungen. Ja? Aber komischerweise passiert genau das Gegenteil. Jetzt folgendes, ich war erst auf einer Demo, und habe da Rede gehalten und da war auf Soko Tierschutz. War da, das sind die, wo an die Stelle immer in der Nacht die Aufnahmen machen. Und der hat gesagt, was immer wir anprangern, es hat keine Konsequenzen. Sie können anzeigen, wen Sie wollen, das hat keine Konsequenzen. Und er hat gesagt, erst wenn der erste Landwirt ins Gefängnis geht, dann wird sich was ändern. Da wird sich auch nichts ändern. Weil der Landwirt nichts problemisch. Weil diese Art der Tierhaltung und der Landwirtschaft vom Staat gewollt ist. Der Staat steuert es und der Staat wird einen Dreck tun, dagegen selbst vorzugehen. Ja? Im Gegenteil, man macht dann, wenn wieder schlimme Bilder in der Zeitung oder im Fernsehen kommen, dann wird der Ruf nach mehr Tierschutz. Wird dann immer lauter und dann werden Vorschriften gefordert, mehr Tierschutz und dann gibt die Politik diesem Druck nach und macht wieder irgendwelche Stallhaltungsvorschriften. Da kriegt halt die Henne dann 2 Quadratdezimeter mehr Platz oder das Schwein einen halben Meter mehr Platz und dann ist alles wieder kurzzeitig zufrieden. Diese Investitionen erfordern natürlich beim Landwirt Riesengeld.
Das kostet einen Haufen Geld. Das wieder in die Preise eingeht. Nein, der kriegt nichts dafür. Das muss er umsonst leisten. Aha. Das ist ja, und da können jetzt die Kleinen gar nicht mehr mithalten. Das ja, heißt, ja, wenn diese Vorschriften kommen, da fällt der Kleine raus und der Große wird immer größer. Mhm. Weil er so viel Geld vom Staat kriegt, dass die Produktionsweise an sich gar nicht mehr der große ausschlaggebende Punkt ist. Mhm. Verstehe. Ich habe das im letzten Interview schon gesagt, wie die Subventionen in der Landwirtschaft laufen. Vielleicht nochmal. Es wird nicht die Familie, der Landwirt oder die Bauernfamilie bezuschusst, sondern das wird die Fläche bezuschusst. Ja, ja. Je größer ich bin, desto mehr Geld. Mhm. Ja, nochmal ein kurzer Beispiel, um das deutlich zu machen. Wenn ich jetzt einen Hof habe, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 30 Hektar, nehmen wir nur einmal eine Zahl mit 30 Hektar Fläche, das ist heute kleiner, dann kriegt er, das heißt, zahlt 10.000 Euro vom Staat. Ja, ja. Wenn er vielseitig wirtschaftet, hat er Arbeit genügend. Jetzt, wenn ein anderer, ein größerer, 300 Hektar hat, er spezialisiert nur auf einen Zweig, dann kann er das locker mit der gleichen Familie bearbeiten. Nur er kriegt nicht 10.000 Euro, sondern er kriegt 100.000. Okay. Er hat weniger Aufwand und kriegt das Zehnfache vom Staat als Zuschuss. Mhm. Dieses System fördert natürlich auch die Vernichtung der bäuerlichen Landwirtschaft. Ja, klar. Glaubst du denn, dass das auch deshalb gewollt ist, diese Entwicklung, um quasi die Eigenversorgung der Menschen mehr oder weniger so in den Griff zu kriegen? Es geht immer mehr in die Richtung, dass die Bevölkerung kontrolliert wird. Ja. Ein Bauer, der irgendwo im Dorf sitzt, der die Bioläden um sich herum versorgt, der ermöglicht den Leuten ja eine gewisse Art von Autarkie. Glaubst du, dass das einer der Gründe ist, dass man die Leute immer mehr in die Abhängigkeit drängen will? Das System, wir müssen immer in Systemen denken. Dieses System will keine Selbstständigen. Denken den Bauern und auch keine Verbraucher. Mhm. Die will Steuerbare. Und das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Ja, das lässt sich über Subventionen, über die Preise und dann, wenn sie aufeinander losgehen, lässt sich das sehr gut steuern. Mhm. Ja, es ist nicht gewollt, dass es selbstständig eigenständige Landwirte gibt oder Bauern gibt. Ist nicht gewollt, weil die lassen sich nicht so einfach steuern. Mhm. Und denen kann man dann nicht was aufschwatzen oder aufdrücken, was sie nicht wollen. Wenn sie jetzt abhängig sind von Staatszuschüssen, dann müssen sie das alles machen, was der Staat sagt. Mhm. Ja, oder ob jetzt der deutsche Staat ist oder der EU, manchmal langt man sich den Kopf, was sie als verzapfen, weil es kommt genau das Gegenteil von dem raus, was sie eigentlich versprechen. Mhm. Thema ist ja heute nicht nur die Probleme mit den Massentierhaltungen, sondern eben auch die Konflikte untereinander. Richtig. Aber lass uns mal auf die Massentierhaltung selber zu sprechen kommen. Was passiert denn da in diesen Ställen? Also ich kenne die Bilder von riesigen Betrieben, wo 10.000 Puten auf engstem Raum aufeinander hocken, mhm, oder hunderte Kälber in einem Stall sind, Schweine und so weiter. Was wäre eigentlich das bessere System oder was passiert mit den Tieren da? Was passiert da? Ja, die Tiere, die haben eine Aufgabe. Und zwar möglichst schnell zu wachsen, sonst gar nichts. Mhm. Ja? Dieses möglichst schnelle Wachsen kommt einmal über die Zucht. Die sind schon züchterisch so angelegt, dass sie möglichst schnell wachsen. Dann ganz intensive Fütterung, nicht artgerechte Fütterung, kommt dazu. Dann wachsen die in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und bei den Puten oder Hühnern ist es ja, oder bei den Schlachthähnchen ist es ja so, die kriegen Proportionen von Fleisch. Die können ja zum Schluss der Mastzeit gar nicht mehr selber stehen. Ja, die fallen schon zum Teil auf den Schnabel, oder weil der zu groß ist, der Fleischglotz, wo da vorne dran hängt. Ja. Ach so, die Brust. Die Brust Portion, ist zu groß. Ja. Und nehmen wir mal so ein Masthähnchen, das bis zur Schlachtreife 35 Tage alt wird. Das ist völlig unnatürlich. Hat niemals die Sonne gesehen. Oder? Das kommt ja noch dazu. Hat niemals die Sonne gesehen, hat nie gescharrt. Und das hat nur eine Aufgabe, zu wachsen. Mhm. Ja, um möglichst viel Fleisch anzusetzen, um in halb kürzester Zeit die Schlachtreife erreicht zu haben. Und dann rechnet sich dieser Preis. Das sind zwar auch nur noch Centbeträge, aber dann kann man das Hähnchen essen zu dem Preis, wo es überall gibt. Mhm. Wenn ich jetzt, ich lasse draußen laufen, meine Masthähnchen. Ja, die sind nicht 35 Tage alt, die sind 90 Tage alt, 100 oder 120 Tage alt. Da kommt noch der Bussard oder der Habicht und holt ein paar.
Ach so. Das kommt ja auch noch dazu, weil sie ja draußen laufen. Ja, okay. Also da sieht man schon von der Maßstau, geht zu diesem Preis nie. Da kann ich gar nicht anfangen. Mhm. Aber wenn meine Kunden etwas mehr zahlen für die Paar, wo ich habe, das kommt nie raus. Mhm. Macht nichts. Ich mache was anderes nicht. Ganz einfach, weil ich es einfach für falsch halte und für pervers. Diese Art von Tieremäschen ist pervers. Mhm. Und jeder, der sich damit befasst, muss doch sagen, was tun wir? Und für was, warum tun wir das? Warum machen wir sowas? Warum will der Verbraucher so billiges Fleisch? Warum macht der Landwirt mit bei diesem Irrsinn? Den ist ja auch nicht wohl dabei. Warum machen wir das alles? Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich hier gleich zurückgeben. Ganz einfach. Ja. Das ist ganz einfach. Um Geld. Es geht nur um Wirtschaft. Es geht rein um Geld, um dieses Blatt Papier, das keinerlei Wert hat. Mhm. Wir ticken nicht mehr richtig da oben. Wenn wir unser ganzes Leben in diesem Geld opfern, nennen wir es mal so, wir tun alles für dieses Geld. Ich habe mal von einem alten Bauern ein Sprichwort gehört, der gesagt hat, wer für Geld alles tut, tut für Geld alles. Okay, ja. Mhm. Für Geld alles tut für Geld alles. Ja, ja, und das stimmt ganz genau. Für das machen wir es. Was wollen wir denn in Deutschland noch mehr an Wohlstand anhäufen? Was wollen wir denn noch mehr machen? Mhm. Außer der Umweltzerstörung. Das weiß auch jeder. Nur wir kehren nicht um. Wir sind überhaupt nicht bereit, was ansatzmäßig umzudenken. Ich habe in dem Gespräch mit der Bettina Jung vor kurzem, haben wir auch über das Thema gesprochen mit der Massentierhaltung und mit der Produktion von Fleisch und auch mit der Ethik, die zusammenhängt. Für viele Leute gibt es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Fleischkonsum hier und den Problemen in anderen Ländern. Ja. Ja, also dass wenn wir hier Fleisch mit diesen Bedingungen produzieren, geht es auf Kosten von Entwicklungsländern. Ja. Wo liegt da das Hauptproblem, deiner Meinung nach? Es gibt da mehrere Probleme. Lassen wir es mal ganz systematisch. Ich habe es vorgesagt, dieses nicht artgerechte Futter kommt nicht aus Deutschland. Das kommt aus Südamerika, aus Afrika, also aus Ländern, wo die Menschen eh zu wenig zum Essen haben. Wir nehmen die Nahrungsmittel weg, erzeugen bei uns zum großen Teil Fleisch, das niemand braucht, darum schmeißen wir es ja weg, in einem Übermaß, in einer Überproduktion, die irrsinnig ist. Jetzt kann man das bei uns nicht nur wegschmeißen und essen, sondern bleibt immer noch ein Haufen übrig und das exportieren wir dann wieder in diese Länder zurück. Und wahrscheinlich hochsubventioniert. Hochsubventioniert. Die machen jetzt in diesen Hungerländern die Landwirtschaft kaputt. Also zuerst stirbt bei uns die bäuerliche Landwirtschaft, dann geht es zurück nach Afrika, bleiben wir mal bei Afrika. Die afrikanischen Staaten sind ja zum großen Teil nur Selbstversorger, wo der Großteil der Bevölkerung Bauern sind auf dem Land. Mhm. Die produzieren ihre Nahrungsmittel selbst und dann gehen sie mit dem Überschuss auf den Markt und versorgen da den Rest der Bevölkerung. Nur jetzt kommt dieses Billigfleisch auf den Markt aus Europa jetzt zum Beispiel. Macht die Preise da kaputt? Macht die Preise kaputt. Ja. Die können ihre Sachen nicht mehr verkaufen. Die können nicht mehr davon leben, weil sie nichts mehr einnehmen. Dann, was haben sie noch? Es gibt kein Sozialsystem. Sie gehen. Mhm. So hängt der Flüchtlingsstrom mit unserer Produktionsweise zusammen. Okay. Wir zerstören systematisch die Lebensgrundlagen dieser Leute. Und wenn sie nichts mehr, keine Perspektive mehr haben, was tun sie dann? Dann gehen sie. Ja. Die Europäer sind auch mal nach Amerika ausgewandert, weil sie keine Perspektive mehr haben. Ja. Das Gleiche passiert jetzt in Afrika. Wir sind die Ursache des Problems. Mhm. Wenn wir diese Länder zuerst mit Bodenschätze ausrauben, dann wie Libyen mit Bomben zum Beispiel. Mit Bomben noch, und dann kriegen sie Devisen für Soja oder sonstige Futtermittel, damit sie bei uns wieder Waffen kaufen können, wo sie sich dann gegenseitig in den Kopf einschlagen. Und gleichzeitig vernichten wir mit unseren Überschüsse die bäuerliche Landwirtschaft, die kleinstrukturierte Landwirtschaft in diesen Ländern. Und dann kommen sie. Mhm. Man muss eins
vor Augen halten. Es wird bei uns immer geredet, wir müssen mehr produzieren, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Tatsache ist, dass 70-80% der Weltbevölkerung von Kleinstbauern ernährt wird. Mit 1-2 Hektar. Nicht mit diesen Massenproduzenten, wo man bei uns hat oder in Amerika. Die ernähren nicht die Weltbevölkerung. Das schmeißt man die Hälfte weg. Und 60% davon geht in die Tierfütterung, was Getreide anbelangt. Und wo die Tiere dann landen, haben wir ja gerade erklärt, wieder da, wo man die eine was gestohlen hat, ist ja Irrsinn. Mhm. So kriegt man. Wir sind die Ursache der Probleme der Welt. Unser Wirtschaftssystem, unser Irrsinnige. Ich hab schon anfangs erklärt, dass wir uns eigentlich, dass die Politik kein Interesse hat, was zu ändern, weil darauf beruht unser Wohlstand. Zu einem großen Teil. Ja, also ziemlich blöde Fehlentwicklung, oder? Die ist nicht blöd, die ist gesteuert. Mhm. Aber das ist ja Irrsinn, die Fehlentwicklung. Es ist Menschen- oder lebenverachtend. Eine lebenverachtende Wirtschaftsweise wird auch uns das Leben kosten. Mhm. Weil die Natur sich das nicht gefallen lässt auf Dauer. Das geht über eine kurze Zeit. Aber es geht nicht auf Dauer. Weil das ist nicht nachhaltig. Ja? Wir zerstören uns so unsere eigenen Lebensgrundlagen. Ja, wo siehst du die Hauptverursacher drin? Sind es jetzt nur die großkopfenden Kapitalisten, die ständig versuchen, die Gewinne zu maximieren? Oder siehst du da auch noch eine andere Ebene, so eine Metaebene, wo noch ein ganz anderer Plan dahinter steht? Erstens einmal das Finanzsystem. Schon. Das befeuert das. Das Hauptgrund auch, ja. Also, wenn man noch weiter denkt, aber das wäre jetzt ein anderes Thema, da steht schon noch mehr dahinter. Mhm. Ja. Kissinger hat mal gesagt, wer das Erdöl kontrolliert, kontrolliert Staaten. Wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert Menschen. Mhm. Okay. Also die Steuerung der Gesellschaft hauptsächlich auch, ja. Ja, ist da das Hauptziel dabei. Ja. Ja. Beide, man kann als Schweine Geld verdienen und kann die Menschen steuern, wie man es braucht. Mhm. Und was man auf gar keinen möchte, sind unabhängige, frei, mündige Bürger, nein, die sich auch noch selber versorgen können. Richtig. Ja. Deswegen darf man keine freie Energiemaschinen bauen. Richtig. Und braucht man keine Kleinbauern. Ja. Da braucht man keine Kleinbauern. Ja. Weil der kleine Bauer ist noch am nächsten dran am Verbraucher. Mhm. Ja, bei mir kann halt der Nachbar noch kommen oder vom Nachbardorf. Oder sie kommen von viel weiter her, macht ja nichts. Aber das sind ja ganz wenige. Mhm. Die Masse, die kann das nicht. Und aber eine gewisse Größe eines Betriebs kann er nicht mehr direkt vermarkten. Mhm. Das heißt, er muss in große Lagerhäuser, in große Handelsunternehmen abgeben. Was müssen die Leute jetzt tun? Also ich meine, es kann nicht jeder aufs Dorf ziehen oder ist auch nicht jeder im Dorf aufgewachsen. So den Kontakt mit der produzierenden Bevölkerung, also mit den Landwirten, mit den Bauern, den kann ja nicht jeder aufbauen. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir im Dorf aufgewachsen sind. Mhm. Ja, wir sind nicht nur in der gleichen Gegend aufgewachsen, sondern ich bin auch in einem Dorf aufgewachsen. Unser Nachbar, der erste Nachbar war das Nachbargebäude. Ja. Ja, ich habe jeden Tag die Kühe im Stall gesehen, ich habe die Schweine im Hof gesehen, ich habe die Hennen gesehen, die ganzen Tiere, ich bin mit denen aufgewachsen im Endeffekt. Also ist mir das auch bewusst, was ein Bauer täglich macht und damit vielleicht auch die Bereitschaft für solche Produkte mehr zu zahlen, wäre wahrscheinlich dann auch da, wenn ich noch Fleisch essen würde, mhm. Ja, sagen wir mal so. Mhm. Aber was könnten wir jetzt tun? Was kann der Verbraucher in der Stadt tun, dass er sagt, das billige Hühnchen beim Aldi, Lidl, Edeka in der Tiefkühltruhe lasse ich jetzt liegen, ich hole mir lieber wo mein Essen? Ja, wir haben jetzt eine Situation, die bereits, wie du gesagt hast, die Grenze dessen überschritten hat, dass der direkte Kontakt zwischen Landwirt oder Bauern und Verbraucher der ideale Wert, das geht nicht mehr. Mhm. Dafür gibt es viel zu wenig Bauern mehr. Großteil haben wir schon vernichtet. Das Erste, um etwas ändern zu wollen, und das wollen wir ja alle, wenigstens der denkende Mensch, das Erste ist das Bewusstsein. Ich muss im Bewusstsein umstellen. Schau, ich habe einen Hof an der Straße, 4 Kilometer weg, das sind die ganzen Supermärkte. Ich habe Produkte, die Leute fahren jetzt bei mir vorbei, auch die vom Dorf, fahren in den Nachbarort und kaufen bei den Supermärkten ein. Auch Bio, obwohl ich es auch habe. Mhm. Da zahlen sie dann etwas mehr sogar, spielt keine Rolle. Die Bequemlichkeit, man denkt nicht darüber nach, was esse ich überhaupt. Mhm.
Es kommt ja noch eines dazu, diese Massenproduktion von Nahrung ist ja keine Lebensmittel mehr, sind Nahrungsmittel. Gewaltiger Unterschied. Diese Massenproduktion ist ja nicht gut. Das hat ja keine gesundheitsfördernden Faktoren. Mhm. Weißt, wir werden verarscht, dass die Lichter ausgehen. Man sagt, die deutsche Landwirtschaft und unser Bauernverband als erste Stelle erzeugt die besten Nahrungsmittel, die jemals in Deutschland erzeugt wurden. Absolut sicher, gut, super. Beste Qualität. Schwachsinn. Niemand fragt, was meinten die mit Qualität? Was ist in der Nahrung Qualität? Dass sie tot ist? Oder dass sie schön ausschaut? Mhm. Weil wir kaufen ja fast ausschließlich mit dem Auge. Weißt du, wie Qualität beurteilt wird in der Landwirtschaft heute? Nach reinen Verarbeitungskriterien. Das hat mit Nahrungsqualität überhaupt nichts zu tun. Also der Weg, wie es entsteht, wird da begutachtet, oder? Sobald es der Handel hat. Mhm. Der Handel hat Qualitätskriterien. Und diese Qualitätskriterien muss der Bauer erfüllen, um einen vernünftigen Preis zu erzielen. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Milch. Bei Milch wird die Menge bezahlt. Dann wird das Eiweiß bezahlt und wird Fett bezahlt. Diese drei Kriterien haben mit Ernährungsqualität nichts zu tun. Die Molkerei kann viel dabei rausholen. Das ist der Vorteil. Für die Molkerei ist das Qualität, aber nie für den, der die Milch isst. Das, was in der Milch drin sind, 40 verschiedene essentielle Fettsäuren, wird nie bezahlt. Oder eine lebendige Milch, die ist in Deutschland verboten. Ich muss selbst bei mir hinschreiben, Milch ist vor dem Verzehr zu erhitzen. Ach so, die homogenisierte, ja. Ultrahoch erhitzt, homogenisiert. Dann ist sie tot. Ja, Und ein totes Nahrungsmittel kann schon nicht gesund sein. Mhm. Also, das ist ja überall so. Wenn ich im großen Einkauf, im Supermarkt, da muss es lang halten. Und was lang hält, ist tot. Mhm. Was lebt, hält nicht lang. Okay. Ja. Also, wenn ich tote Nahrung zu mir nehme, dann brauche ich nicht erwarten, dass ich gesund werde. Mhm. Okay. Und wenn die wichtigen Inhaltsstoffe, die ich für meine Gesundheit brauche, fehlen oder fast nicht vorhanden sind, dann brauche ich nicht erwarten, dass ich gesund werde. Mhm. Und in diesem System brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die Volkskrankheiten so zunehmen. Es wird laufend erzählt, die Volkskrankheit nimmt zu, die Volkskrankheit nimmt zu. Überall haben wir zunehmende Allergien. Ja, wo kommt es denn her? Es sagt niemand, wo es herkommt. Heute ganz aktuell auch sogar noch eine Schlagzeile in den Medien, dass die Krankheiten durch multiresistenten Keime, die Todesraten durch multiresistente Keime in Zukunft bald mehr sind wie durch Krebsraten. Also sprich, jetzt schon diese Entwicklung über die Massentierhaltung, über die wir eingangs gesprochen haben, dass die sogar die Geißel Nummer 1 der Menschheit, den Krebs, ablöst. Ja. Da müssen doch eigentlich bei allen Politikern und Verantwortlichen in der Gesundheitsindustrie die Alarmglocken angehen. Und beim Betroffenen, dem Verbraucher, müssen auch die Alarmglocken angehen, weil er ist ja direkt betroffen. Naja, beim Betroffenen, da ist es dann, das ist die vierte Meldung zwischen dem Bombenanschlag in Fallujah, zwischen dem Erdbeben in China und zwischen der Hungersnot in der Sahelzone, kommt dann noch irgendwo multiresistente Keime. Also wir werden ja überflutet mit Katastrophenmeldungen jeden Tag. Das kann man ja gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Aber es muss doch verantwortungsbewusste Menschen geben, die so wie du an irgendeiner Position sitzen und sagen, ey, da müssen wir doch gegensteuern. Hast du die Hoffnung schon aufgeben? Oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Wenn ich keine Hoffnung hätte, wäre ich nicht hier. Ja, ich verstehe. Gut. Ja. Ich habe vorher schon gesagt, es geht nur über das Bewusstsein. Bei allem, was wir hören, müssen wir langsam rausfiltern, was ist denn für mich wichtig? Ist der G7-Gipfel wichtig für mich? Was die verzapfen da? Das sind ja die Verursacher der Probleme, die sie lösen wollen. Mhm. Deswegen werden sie auch so gut beschützt jetzt. Ja, also muss man beschützen. Also es wird schon langsam kritisch. Es gibt immer mehr, die dagegen sind und die sich das nicht gefallen lassen. Es fängt im Kopf an. Wir müssen anders denken. Wir müssen der
Nahrung, unserer menschlichen Ernährung, den Stellenwert wieder zumessen, den sie hat. Mhm. Man hat es jetzt fertiggebracht, dass der Stellenwert gesunken ist, weil es so billig ist. Und was billig ist, hat keinen Wert, das kann man auch wegschmeißen. Mhm. Nur weil es billig ist. Und was teuer ist, das gewinnt dann Wert, weil wir nur in Geld denken. Mhm. Ja? Ja, so. Früher haben wir, glaube ich, 40% unseres Lohns für Lebensmittel ausgegeben. Heute sind es noch 10% oder sowas. Ja. 10-12%. Also ist eigentlich eine tolle Entwicklung, weil wir dadurch natürlich mehr Geld haben für andere Dinge, mhm, wo das Leben schön machen. Aber wenn dadurch natürlich die Lebensmittel an Qualität verlieren, ist es natürlich Blödsinn, weil wir uns natürlich das eigene Grab schaufeln dadurch. Ja, wir haben mehr Geld zur Verfügung, das geben wir dann aus, um unsere Krankheiten zu bekämpfen. Flachbildschirme, aber wir brauchen es dann, wir schleppen es dann in die Apotheke zum Arzt, Apotheker und Krankenhaus, mhm, und dann haben wir auch nicht mehr wie vorher. Mhm. Da gibt es einen tollen Spruch, der heißt, wer sich keine Zeit nimmt für seine Gesundheit, wird irgendwann sehr viel Zeit haben müssen für seine Krankheit. Ja. Richtig, ja. Ja, da habe ich Zeit dann. Ja, da muss man Zeit haben. Da muss man Zeit haben. Ja. Es ist wirklich Irrsinn, aber man hat uns das ausgetrieben. Man hat uns das ausgetrieben, dass Ernährung der wichtigste Faktor für Gesundheit ist. Mhm. Man schmeißt heute ein, man isst nicht mehr, man kocht nicht mehr selber. Jeden Ramsch, den es irgendwo gibt, toll aufbereitet. Es kommt ja noch was dazu, jetzt sind die Nahrungsmittel schon nicht mehr in Ordnung. Mhm. Und dann mischt die Nahrungsmittelindustrie ja noch Masse Chemie rein. Ja. Das ist wie mit der artgerechten Fütterung bei den Tieren. Das ist bei Menschen nicht anders. Wir werden auch nicht artgerecht gefüttert. Ja. Nirgends steht in unserer Entwicklung, dass wir Chemie essen müssen. Fast Food. Ich habe neulich gelesen, dass ein amerikanisches Kind im Durchschnitt jedes Jahr 40.000 Werbespots für Fast Food sieht. Ja. Und wahrscheinlich null für bewusstes Leben und vegetarische Kost. Ja, ja, und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Multiresistente Keime. Wir müssen eins begreifen, die Bakterien sind die Herrscher dieser Welt, nicht der Mensch. Mhm. Der bildet sich zwar ein, aber er ist nicht. Und den Krieg, den haben wir verloren. Weil es kommt viel aus der Massentierhaltung. Erstens Antibiotika, schon, wo der Mensch direkt verzehrt. Antibiotika, übrigens ein tolles Wort. Gegen das Leben. Mhm. Also es gibt's doch, geht doch gar nicht mehr deutlicher, oder? Mhm. Ja. Und dann geht Massentierhaltung ohne Antibiotika nicht. Mhm. Alles, was die versprechen, kann man vergessen. Es geht nicht. Und dadurch essen wir natürlich auch dieses Antibiotika permanent. Ja, und es kommt noch was dazu, was noch viel gefährlicher ist. Diese Antibiotika, wenn ich die Tiere füttere, das verschwindet ja nicht. Das geht über die Ausscheidungen der Tiere in Kot. Und der Kot kommt auf die Felder. Und wir streuen auf die Felder Antibiotika und stören auf den Feldern das ausgewogene Bodenleben. Ah, okay, ja, okay. Das hängt, der Kreislauf geht da dann weiter, ja. Der geht weiter. Mhm. Also, man muss eins sagen: Alles, was wir produzieren, einsetzen, erzeugen, kriegen wir wieder zurück. Mhm. Ja, auf irgendeine Art. Über Nahrung, über Wasser, über Luft. Wir kriegen es zurück. Verschwindet nichts auf dieser Erde. Wenn wir meinen, das ist alles fort. Was weiß, amtliche Stellen nicht mehr nachweisen wollen. Nachweisen wollen, ja. Ja, dann stimmt das nicht, sondern es kommt alles zurück. Mhm. Jetzt haben wir das Problem, wenn uns draußen in der Natur, im Boden, das Bakteriengleichgewicht kippt, dann gute Nacht, schöne Gegend. Mhm. Da haben wir keinen Einfluss. Ja. Dann können wir also auch kein Getreide mehr anbauen und nichts. Ja. Ja. Dann haben wir. Die Situation haben wir ja bereits. Wir haben in der Landwirtschaft nicht nur bei den Tieren, auch bei den Pflanzen mit immer mehr resistenten Krankheitserregern zu tun. Mhm. Und da brauchen wir immer mehr Chemieaufwand, um die noch in Schach zu halten. Die werden ruckzuck, sind die resistent. Ich habe ja schon im Fernsehen einen Bericht gesehen über diese Bakterien. Die sind ja als einzige Lebewesen in der Lage, DNA direkt auszutauschen. Die brauchen es nicht einmal über Generationenfolge machen. Die können es direkt austauschen. Mhm. Und zur Generationenfolge, das geht ja blitzartig bei der Massenvermehrung. Also die Anpassung der Bakterien geht tausendmal schneller wie bei anderen Arten. Ja. Mehrere tausendmal schneller. Es geht wirklich massiv. Ich habe erst mit meinem Tierarzt geredet
über die Probleme in der Landwirtschaft, auch in der biologischen Landwirtschaft, weil die Krankheiten immer aggressiver werden, immer schwerer zu bekämpfen. Dann hat er mir gesagt, er hat in seiner Ausbildung noch gelernt, er hat das Glück gehabt, noch einen vernünftigen Professor zu haben. So hat er mir gesagt. Der hat gesagt, man kann Krankheiten nicht bekämpfen. Das, wenn wir bekämpfen, wenn wir töten Bakterien oder Krankheiten, sobald wir das Kämpfen anfangen, wehren sich die. Also man muss mit denen leben? Ich kann ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Durch eine vernünftige Wirtschaftsweise. Die wehren sich und was dabei rauskommt ist, sie werden immer aggressiver und werden immer resistenter. Das läuft. Ja. Und zwar auf allen Bereichen. Das läuft im Boden, in den Pflanzen, in den Tieren und im Mensch. Die Entwicklung ist äußerst gefährlich. Bei den resistenten Pflanzen weiß man es mittlerweile. In Amerika haben wir ja schon 30 Millionen Hektar Gentechnikfelder, die nicht mehr bewirtschaftet werden können, weil die Pflanzen resistent sind. Das heißt, die können chemisch nicht mehr bekämpft werden. Okay. Nicht mehr mechanisch. Wir sind 3 Meter hoch, die haben die ganzen Felder überflutet, die liegen brach, schönste Urwald. Okay. Ja, sagt niemand was, wird bei uns nicht kommuniziert in die Medien. Wie viel? 30 Millionen? 30 Millionen Hektar. Wow. Keine Kleinigkeit. Jetzt haben sie was gefunden in Amerika, wie man es doch chemisch bekämpfen kann. Mit Agent Orange. Ach, das hatten wir doch schon mal. Das hat doch in Vietnam auch gut funktioniert. Ja. Ja. Und die haben jetzt nach so vielen Jahrzehnten haben sie immer noch Folgen davon, richtig, die Bevölkerung. Die Amis haben es in Vietnam angewendet, haben diese Bevölkerung damit terrorisiert und jetzt machen sie es mit der eigenen Bevölkerung. Ist ja auch nur konsequent. Super, oder? Ja, ja. Ja, wollen wir das bei uns auch? Ja, eigentlich nicht. Ja, TTIP ist Einfalt, oder? Dazu. Ja, okay. Das lassen wir jetzt mit TTIP. Ja. Ich bin mir sicher, wir haben noch viele, viele Themen und ich hoffe, du bist nicht das letzte Mal hier. So, aber wenn wir das Gespräch jetzt beenden wollen mit was Positivem, was ich will jetzt die Zuschauer nicht da sitzen lassen und nach dem Motto, oh Gott, morgen geht es die Welt unter, weil sowieso alles bald zu spät ist. Wo können wir denn noch Hoffnung schöpfen? Was denkst du, was jetzt das Gebot der Stunde ist, dass wir sagen, wir reißen das Ruder doch nochmal rum? Wo können wir dran drehen? Wo können wir dran schrauben? Nochmals. Wir müssen anders denken. Wir müssen am Denken umdrehen. Und wenn ich es im Kopf erfasst habe, dann erst dann handle ich. Und es gibt kein Patentrezept dafür, wie man handeln muss. Ich kann hier kein Patentrezept anbieten. Macht so, dann funktioniert es. Ich muss im Kopf umdenken. Ich muss die Nahrung wieder als das betrachten, was sie ist. Das Einzige, was uns am Leben erhält. Ja? Und dann sind wir ja intelligent. Und da kann sich jeder selber ausmachen, wie mache ich für mich? Okay. Mache ich jetzt einen kleinen Garten, der englische Rasen umgraben und selber was erzeugen, ohne dann Chemie einzusetzen? Das ist Voraussetzung. Der beste Garten hat keinen Wert, wenn ich genauso Chemie einsetze wie der Landwirt. Wie ernähre ich mich? Wo hole ich die Ernährung her? Hole ich es biologisch? Hole ich es direkt vom Verbraucher, wo es noch möglich ist? Und dann müssen wir unsere Politiker mit unserer Sichtweise konfrontieren. Sagen, Leute, wir wollen das nicht. Wenn sie auch noch so schreien, das kostet Arbeitsplätze oder was, kostet es nicht. Wir wollen ja überleben. Wir wollen ja Zukunft für unsere Kinder und Enkel. Und so entziehen wir ihnen die Zukunft. Wir schaufeln denen ihr eigenes Grab. Die tun mir heute schon leid. Ja, weil es funktioniert nicht mehr. Die werden es an der Gesundheit merken und die werden es am Geldbeutel merken. Ja? Weil dieses sogenannte Gesundheitssystem oder sollen wir besser sagen Krankheitssystem, das kostet ja auch Schweinegeld, das wird ja immer teurer. Ja. Ja, warum wird das immer teurer? Weil wir so gesund sind. Oder weil wir die besten Nahrungsmittel der Welt essen. Oder hallo, was noch? Oder weil wir die beste Luft haben oder das beste Wasser. Alles verseucht. Und in dieser Dreckslage leben wir. Ein Wunder, dass wir leben. Also es gibt immer eine Chance, da rauszukommen. Nur wir müssen umdenken und wir müssen Druck ausüben. Politiker macht nur das, wo er Druck kriegt. Also übers Kreuzchen beim Wahlzettel. Übers Kreuzchen und das Eingaben. Nicht. Das Eingaben. Nicht. Weißt du, mein größtes Problem ist, bei wem mache ich das Kreuzchen? Okay.
Ich hätte eine Partei. Tierschutzpartei ist ganz gut. Habe ich neulich gelernt, ja. Ist ganz großartig. Oder biologische Landbauern ist auch ganz toll. Ist auch ganz toll. Ja. Aber es kriegt halt kein Mensch mit. Kein Mensch mit. Ja. Das ist das Problem. Und bei den Großen macht dort das Kreuzl irgendwo bei den Großen. Ja, Sapperlotnei, kaum ist er an der Regierung, ist er genauso wie die andere. Das kapieren die Leute langsam. Ja. Das kapieren sie langsam. Aber mit wem ich rede, die haben alle ein Problem. Wen soll ich denn wählen? Also, das genügt nicht. Wir müssen auch persönlichen Druck aufbauen. Jeder trifft mal irgendeinen Politiker. Dem sagen, Freund, das wollen wir nicht mehr. Und dann werden sie hellhörig. Solange wir schweigen und am Stammtisch oder beim Bier oder bei der Party über das System schimpfen, passiert gar nichts. Ja? Wir müssen artikulieren, wir wollen das nicht mehr. Sonst seid ihr weg vom Fenster. Also ein Appell für ein bewusstes Leben und auch ein Appell für verantwortungsvolles Leben, dass man also eigene Verantwortung findet und auch aktiv wird. In die Richtung geht es. In die Richtung geht es, ja. Es geht nicht anders. Ja. Es gibt wirklich keine Patentrezepte. Aber es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wenn man es mal begriffen hat im Kopf, anders zu handeln. Und die Nahrungsindustrie, die springt sofort an. Ja, die bieten alles sofort an. Sobald sich das Verbraucherverhalten ein bisschen ändert, sind sie schon drauf, weil die wollen ja Geld verdienen. Okay. Ja, und das sieht man am biologischen Sektor, die Zuwachsraten sind gigantisch. Nur die Umstellungsraten im Ökolandbau sind nicht gigantisch, die sind miserabel. Und jetzt wird es noch miserabler, weil das Land nicht zur Verfügung steht. Wir müssen ja Strom aus dem Land machen. Keine guten Nahrungsmittel, Strom müssen wir machen. Jetzt machen wir Strom. Das ist wieder ein anderes Thema, aber jetzt machen wir da einen Punkt. Hubert, ich glaube, wir haben es verstanden, so das bewusste Leben ist Sache und auch die Verantwortung, die eigene Verantwortung übernehmen, das ist das Credo von unserem Gespräch. Danke, dass du nochmal da warst und ich hoffe, ich sehe dich bald mal wieder, vielleicht daheim oder vielleicht auch an dieser Stelle wieder. Dir alles Gute für deinen Biohof Grimbacher und komm gut nach Hause wieder. Danke. Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen bei Steinzeit. Ein Appell für Eigenverantwortung und Bewusstsein. Schaut wieder rein beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Alles Gute und bis dahin.